Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück. Letzte Folge hatten wir einen wunderschönen Krieg gegen das Verteidigungsbündnis hier drüben. Zwei Nationen konnten wir auch komplett einverleiben. Kataria, Sigistanien und Libernia haben überlebt. Leider. Aber gut, kann ich alles haben. Wir bauen jetzt gerade schön fleißig und vor allem eine Sache auch. Mir ist aber kurz ein extra Handelsplatz. Und vor allem, ja gut, Gold kommt gut rein. 75 plus, das ist stabil. Da bin ich relativ zufrieden, aber trotz allem, es geht natürlich weiter. Wir sind natürlich hier, um Krieg zu führen, aber zuerst werde ich jetzt das machen, was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Wir werden unsere erste Legion ausheben. So, Befehlshaber wird... Ah, die sind ja alle vier, ne? Es gibt ja mehrere Befehlshaber, da war ja was. So, machen wir mal zwei Bogenschützen. Was sind das? Streitwagen? Auch zwei. Zwei Ingenieure. Zweimal Kavallerie. Machen wir 5. 6, 7, 8, 9, 10 Kohorten. Leichte Kavallerie zum Plankieren. Leichte Infanterie. Speerträger machen wir 4 Stück mit rein. Und dann nochmal einige mit Essen. Die erste Legion. Es ist ein großer Schritt für eine Nation, unter Beweis zu stellen, dass sie über die Ressourcen verfügt, um ein stehendes Heer zu unterhalten. Da wir nun die Legion Italia gegründet haben, stehen wir als Nation über allen anderen. Unsere ruhmreiche Nation tritt in ein neues Zeitalter der Berufssoldaten ein, die unseren Feinden gegenüber keine Gnade zeigen werden. Sie werden in der Lage sein, ein eigenes Vermächtnis zu schmieden, und Tapferkeit oder ein Mangel desselben wird über ihren Charakter bestimmen. Dort ist sie. Unsere erste Legion, meine Freunde. Schaut sie euch an. Naja, gut. Das mit dem Essen ist immer so eine Geschichte hier, ne? Kann ich da noch was dran ändern? Nö. Befürchte nicht. wir könnten natürlich rein theoretisch mehr Handel, ne? Mehr Handelsrouten. Eine geht auf alle Fälle noch. Und könnten dann einfach mehr Essen importieren. Wir haben schon alle. Ne, Nutztiere haben wir auch noch gar nicht. Zwei. Immer drei monatliche Nahrung. 32, 32. Schauen wir mal. Ich meine, rein theoretisch könnte man auch einfach auf Nahrung im Monat switchen. Will ich jetzt aber gar nicht. So, minus 15. Rom gibt dabei plus 30, aber die essen halt so viel weg. So, der Tona ist eine Stadt geworden. Ich erinnere mich daran sogar. Ein paar Sachen gleich hin. So, ihr bewegt euch jetzt hier trotzdem mal. Ist halt die Frage, wo gibt es denn wie viel Essen? Was ist denn mit euch eigentlich los? Kulturelle Assimilierung bitte. Ganz leichtes Minus. Aber wir tun ja schon alles Mögliche dafür, dass sich das bessert. Und die Sklaven sind sehr unzufrieden, aber es kann auch nicht der Hauptgrund sein, dass die Loyalität schon heruntergeht. Es ist die Korruption des Statthalters. Unter anderem ein großes Problem gerade gesehen. Gut, danke für nichts, lieber Statthalter. So, importieren wir. Genau, das haben wir jetzt zweimal. Kannst du nicht erzählen, dass es dieses ganze Zeug nicht gibt, oder? Ja, Datteln können wir noch zweimal machen. Aber da auch nochmal ein Plus. Ja, nochmal drei. Alter, drei mehr Einnahmen einfach. Sehe ich denn jetzt, wie viel Essen die haben hier? Maximale 320. Die ist nicht optimal hier.
Müssen wir mal dorthin. Da sollten sie optimal sein. Ja, okay, gut. Charakteristika, sorry. Hingabe zur Legion und Primigenia. 77 ist übrigens das Maximum. 31 wird von der Legion Italien. Was? Ich doch ernst jetzt? Ich möchte gerade sagen, dass meine Legion echt auch noch meine Pops beansprucht, oder was? Ihr seid mir mal so Gauchos. Nichtsdestotrotz, unsere Truppenstärke ist nochmal deutlich gestiegen, im Gegensatz zu früher. Bewegen uns dann schon mal jetzt vor Ort. Die Offensive vorzubereiten. Und Pietas Iulia ist eine Stadt geworden. Jetzt muss ich gestehen, das war das hier, ne? Ja. Dann machen wir auch wieder das Standardgedönse rein. Was ist das hier? Wir verlieren 5 Stabilität. Ein entsetzlicher Berater ist er. Der Mensch lacht offen über Geschichten von seiner schieren Unfähigkeit. Und unsere Feinde beäugen unser Land bereits hungrig. Ja. Sollen sie uns halt beäugen und sollen sie uns halt angreifen? Keine Angst vor denen. Wir sind sogar die popstärkste Nation. Wahrscheinlich neben irgendwas anderem. Ne? Sind wirklich sogar die popstärkste. Wir sind die popstärkste Nation, ihr Opfer. Ihr niederen Kreaturen. Ihr habt keine Chance gegen das Römische Reich. So. Glas. Glas ist was Feines. Gibt uns Zufriedenheit Bürger. Schaut an. Als nächstes kommt übrigens dieser Krieg auch hier wieder ein großes Verteidigungsbündnis. Ein bisschen scheiße finde. Vielleicht heuern wir auf alle Fälle nochmal eine Söldnertruppe mit an. Die wird uns nicht in den Ruin stürzen. Aber sicherlich gut helfen können. Gaius wird sehr unzufrieden sein, wenn wir ihm nicht bald einen Titel gewähren. Digga, du bist halt unfähig einfach. No front, aber was will ich mit ihm anfangen? Er ist einfach dumm. Er ist so blöd zum Brötchen backen halt. Ja, ein bisschen aggressive Expansion, aber ich finde das ein bisschen übertrieben. So. Egal. Schauen wir mal ganz kurz. Okay, wie erwartet. Können ja gute Gebiete erobern nachher. Warte mal, das ist ja unsere Festung. Gehst du mal dorthin? Du gehst dorthin. Unsere Legion. Chillt doch mal ein bisschen. Aber weiß ich denn jetzt eigentlich, was feindlich ist? Das ist nicht feindlich. Das finde ich in anderen Spielen von Paradox ein bisschen besser. Dass man da auch genau sieht, wenn man seine Maus drüber bewegt, ob man das jetzt angreifen kann oder nicht. Ja, der soll verrecken gehen, echt. Ich hoffe, der stirbt. Muss er denn? Kann ich nicht wirklich. Nicht möglich, ihn umzubringen. Schade. Eigentlich. So. Jetzt habt ihr euch zu einem fetten Bündnis zusammengeschlossen. Aber seid nicht in der Lage, mich anzugreifen. Armselige Kreatur, ne? Okay, da unten müssen wir hin. Also, ne, wie anders muss aus, bitte. Es ist halt die Frage, was nimmst du? Triumphzug, weiß ich nicht, ob wir den überhaupt mal machen. Oh, fuck. Es scheint, dass Lucius in seinem Job als General wirklich aufgeht. Oh, der ist wirklich gut, ja. Aber leider kann ich das nicht zulassen, dass die Hälfte seiner Männer loyal wird. Das würde zu massiven Problemen führen.
Und der nächste unbeliebte Konsul, in diesem Fall Manius. Ach toll, Alter. Zahlen wir Geld und hoffen, dass sie die Fresse halten. Den nächsten unfähigen Idioten. Also Volkstribun ist so ein bisschen die Voraussetzung bei uns. Wenn du dumm bist, wirst du Volkstribun. Das ist einfach so. So, da unten gibt es eine Schlacht. Das wird jetzt erstmal relativ latte eigentlich. Kann ich eh nicht hin, davon abgesehen. Also im Gegensatz zu dem anderen Krieg auf der anderen Kartenseite war das jetzt, hier gerade ein bisschen einfacher. War schon etwas öde, wenn ihr mich fragt. Irgendwie kommt da nämlich absolut kein Widerstand. Schauen wir, was die Legion kann. Oder auch nicht, weil wir da nicht hinkommen. Gut, gut, Massilia. Dann habt ihr jetzt halt leider einfach Pech gehabt. Kann euch nämlich leider echt gar nicht helfen gerade. So, auch gewonnen. Greift jetzt echt? Nee, okay. Dachte ich ganz kurz, sie greifen die Söldner an. Aber da kommen auf alle Fälle mal 20.000 Mann. Das ist ein bisschen tricky. Die würde ich aber auf alle Fälle abfangen wollen. Okay, das Ding sollten wir gewinnen. Ja, es wird aber knapp, auch mit der Verbündung. Oh, da kommt immer mehr Verstärkung jetzt. Eieieiei. Okay, haben doch gewonnen. Von unseren 28 sind 10.000 gefallen. Von den 20 sind nur 6.000 gefallen. Nicht so toll, wenn ihr mich fragt. Armeenmoral plus 5% ist eine nette Sache. Weil der Sieg hier war wichtig. Der Sieg hier war sehr wichtig für uns. Nächster Sieg und dann die 6.000 Mann dürfen jetzt ja nicht auch keine Chance haben. Oh. Oh, die Boni hat in letzter Zeit oft versucht, Unterstützung für ein großes Projekt in Bovianum zu gewinnen, bei dem mehrere Gebäude errichtet werden sollen. Das nehmen wir sofort und das ist super. Wir bekommen ein Biblio und zwei Marktplätze für noch 150. Das ist super. Nächster Sieg. Aber zu was für Preisen? Zu hohen Preisen. Unsere Legion hat viele Leute verloren, leider. Rück mal weiter vor. Oh, scheiße. Das sollten wir aber trotzdem gewinnen, oder? Ja. 4.000. Verluste auch immer, also häufig relativ gleich von den Verlusten her. Relativ interessant finde eigentlich. So, Dings haben wir auch gewonnen. 71% War Score. Belagerung hier oben ist auch durch. Das da oben kann der andere noch machen. Den schicken wir mit hier runter. Dann meine 25.000 Mann aus Italia. Das ist also quasi meine Hauptarmee eigentlich. So, wo ist hier noch das Ding? Gehst mal dort mit hin. Legion hält sich auch bereit. Das ist auch feindlich. Ja, das ist auch feindlich. Alter. Stehen überall Feinde, ne? So, das war ein einfacher Sieg. Nächster Easy Win. Da bin ich aus Versehen in eine größere Armee reingerutscht. In eine richtige Legion sogar. Jetzt fangen die mich auch noch ab, Alter. Ihr wollt mich doch gerade verarschen, oder? Alter, das war nicht so toll. Können wir dort mit hin? Falls die Schlacht hier länger dauert. Oh Gott. Ah, da haben wir gewonnen. Da haben wir gewonnen. Bleibt mal stehen oder so. Oder haut ab. Lauft weg. Keine Ahnung. Okay. Den schicken wir dort zum Hin. Zum Abfangen. Nächste Schlacht.
die wir hier allerdings gewinnen könnten. Ich weiß auch nicht, warum die sich schon wieder zurückgezogen haben. Marcus Claudius Crassus erhält diszipliniert. 5000, 7000 verloren. Sehr gut, endlich mal geringere Verluste. Und dann haben wir eine komplette Armee nochmal ausgelöscht. Sehr gut. Sehr wichtig. Und da oben, die wollen abhauen, aber das lasse ich nicht zu. Disziplin ist gut. Befehlshaberwert sehe ich gar nicht. Warum nicht? Wo ist Huch? Wo ist der Wert der Befehlshaber? 11. 7, also so quasi deutlich besser. Wir gewinnen aber trotzdem an der Stelle einfach die bessere Armee haben. Okay, du machst dich mal auf den Weg dort unten hin. Manius Papirius ist Taktiker geworden. Ich schwöre, also wir haben hier so viele gute Ergebnisse auch. Die Armee konnte man alles komplett auslöschen. Da waren Söldner mit dabei. Das ist halt häufig so, dass sie da einfach nur Söldner nutzen für ihre Kriege. Die Schlacht gewinnen wir ebenfalls. Das war... ach, das sind meine Söldner übrigens, die ganze Zeit kämpfen. Nächste Armee komplett ausgelöscht. Belagerung läuft auch. Oh, haben die aber da unten Faxen gemacht? Ah, nicht so nett. Hilfe! Okay. Oh Gott. Wir haben die mündliche Überlieferung erhalten, dass das einst mächtige Neu in inneres Gezänk, Streitigkeiten und mutwillige Machtkämpfe verfallen ist. Die sind neu, oder was? Tatsache, ja, neu. Hm. Interesting. Dachte kurz, das ist ein Bug. Aber das ist wahrscheinlich einfach ein Bug, weil es falsch übersetzt ist, weil ich auf Deutsch spiele und das ein Mod-Feature ist, glaube ich. So. Oh, jetzt, das war es, glaube ich, jetzt endgültig. Noch kurz da unten hin, weil die mich da unten belagern. Ach, die sind nicht mit im Krieg. Okay. Belagerung ist durch. Was? Eines der Hauptgetreidelager von Lazio wurde gestern Abend in einem Großteil der Vorräte zerstört. Wir können die Lagerbestände wieder aufbauen, aber einige lokale Verwalter argumentieren, dass die Größe der Reserve nicht notwendig gewesen sei. Ihr seid so blöde Männer, Alter. 152, 166. Bevölkerung tickert hoch, gell? Unedle Metalle, haben wir die jetzt eigentlich schon? Habe ich schon mehr als genug, ja. Eisen haben wir auch schon. Honig. Auch Getreide, Fisch, Nutztiere, Früchte, Datteln, Gemüse, haben wir alles. Haben wir alles. Ne, und nochmal Früchte, weil es im Provinzhandel um 1% mit erhöht. Okay, Friede steht kurz bevor. Dann würde ich sagen, verhandeln wir mal. ...26 aggressive Expansion. 38. 41. Oh, geht nicht. Okay, holen wir uns mal die Provinzen hier. Auf alle Fälle. Und das hier noch. Und das auch noch. Das hier drüben will ich nicht haben. So. Jetzt haben wir so viel aggressive Expansion. Das wird sehr, sehr große Probleme bereiten. Okay, unsere Aufgebote auflösen. Unsere Söldner rausschmeißen. Um die anderen jetzt nicht gegangen sind, weiß keiner. So. Die Legion bleibt hier. Die Pässe bei den Festungen lassen wir. Die reiße ich jetzt hingegen trotzdem ab. So, werden wir jetzt hier natürlich Probleme bekommen. Das ist völlig normal. Das wird hier nicht so einfach zu handeln sein. Wir bräuchten eigentlich auch Städte. Wir haben hier so viele kleine Nationen.
Haben wir den in der Waffenruhe? Was für ein Blödsinn. Mit denen aber nicht. Schöne kleine Provinz. Das sind zwei Festungen rein, theoretisch. Städte gibt es hier. Eine? Ja, okay, okay, okay. Hat sogar schon ein paar gute Gebäude. Ich reiße jetzt hier allerdings die Marktplätze mal ab. Wollen wir dafür das und das hin? Wobei, das brauchen wir gar nicht. Auf alle Fälle das. Ja, wir haben halt noch so ein paar dumme Bürger. Auf Deutsch gesagt, die da normalerweise mit dabei sind. Aber noch ein Forum. Loyalität hier wird sehr schnell kollabieren. Das ist druidisch auch noch falsche Religion. Wir werden hier auf alle Fälle... Ah, das ist ja auch normal. Ich meine, es ist nie einfach, eine neue Provinz oder eine neue Region zu erobern. Jetzt steht er los. Eine Gruppe von Senatoren, die reges Interesse an den militärischen Angelegenheiten des Staates hegt, hat Servius Claudius Brutus darum gebeten, ihre Interessen zu vertreten. Sie behaupten, sie wären zunehmend unzufrieden mit der Richtung, die unsere Nation einschlägt. Scheiß drauf, sollen die Fresse halten. Sollen die Fresse halten. So, apropos Fresse halten, wir kümmern uns jetzt als nächstes erstmal um das nächste Weltwunder. Wir werden jetzt hier ein bisschen entspannen, wir haben noch relativ viel aggressive Expansion. Wobei ich gerade sehe, dass die sich monatlich um 0,29 ändert. Also eigentlich geht es. Leder. Ah, Leder haben wir jetzt ein neues Ding. Ja. Aber. Hä? Entschuldigen Sie. Eine mögliche, aber wo ist diese eine mögliche? Ah, war ein Bug. Es war ein Bug. Hat mich verarscht. Wollte gar nicht mit mir handeln. Oh, die Pictonia, Alter. Eieiei, wie groß und stark die sind, ne? Da schaudert es mir ja fast schon ein bisschen. So, wir haben jetzt hier ein minus 0,25. Lucus Augusti trägt viel zu bei Vasio Vocontiorum. Ja, ist eine relativ große Provinz, ne? Ja, das kriegst du nicht einfach so hin. Leider. So, Decimus Papirius Brutus ist gestorben. Er war Mitglied der Papierfamilie und Anführer der Flotte. Gefürchtet für seine Hafenschlachten mit den Schenkdamen an den Schenken. Wenn es dann darum ging, ob er noch ein Bier bekommt oder nicht. Aber egal. So, wir bauen das nächste Weltwunder. Das wollen wir uns auch woanders mal hin, hätte ich gesagt. Wir zeigen auch unseren Leuten, dass wir nicht nur uns um Rom kümmern, sondern auch um andere Provinzen. So, und so soll es sein, dass wir hier in Neapolis ein Weltwunder errichten werden. Erstmal gucken, ob ich dafür genug Kohle habe überhaupt erstmal. Gut, ich brauche dafür 6240 Gold. Die habe ich aber noch nicht. Das Ding ist nur, muss ich dann die scheiß Wunder wieder neu auswählen. Das scheiß Boni. Also wir müssen noch ein bisschen Geld sparen. Also erstmal nichts bauen, abwarten, was jetzt hier los ist. Aber es ist ein cooler Boni. Zufriedenheit, wenn erhöht wird und so ein Blödsinn, das bringt uns halt auch wieder als Nation echt große Vorteile. Okay, jetzt schauen wir ganz kurz, wie viele Freunde die hätten. Saruvia, Vocontia, Oxibia. Ein beeindruckend fleißiger und talentierter Sklave namens Postumus Malius möchte hier irgendwie in unsere Politik rein, aber das sehe ich natürlich nicht ein, dass ein Sklave in unsere Politik eintritt. So, die sind jetzt mit wem? Mit denen? Na, das ist sehr gut, die können wir dann auch gleich schlucken. Die beiden links daneben, die da unten, weiß ich noch nicht. Das ist mit Massilia. Und die zwei haben auf alle Fälle geschluckt. Und die wahrscheinlich auch. Aber aggressive Expansion haben wir halt immer noch ein bisschen. Vielleicht nochmal ein, zwei Wochen warten, sicherheitshalber. Ich würde an der Stelle aber erstmal sagen, Leute, ich bin raus. Ich wünsche euch alles Mögliche. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.